liebe YouTube-Freunde, auch diese Mittwochsbotschaften sowie alle anderen Videos könnt ihr sofort erhalten, wenn ihr diese abonniert. Also schnell auf YouTube das Abo aktivieren und ihr seid immer auf dem Laufenden. So, nun wollen wir wieder mit Spannung eine neue Botschaft hören. Heute stelle ich euch den Engel der Hoffnung vor. Dieser Engel gibt uns Vertrauen in eine gute Zukunft und enthält Glaube, Liebe und Hoffnung, die uns von Gott in unsere Seele gegeben wurde. Wir müssen nur lernen, damit umzugehen. Dafür ist der Engel der Hoffnung zuständig und unterstützt und begleitet uns, wenn wir in unserem Leben nicht mehr zurechtkommen. Wir müssen nur darum bitten. Er hilft uns dabei, um uns herum eine bessere Welt zu schaffen. In der Familie, in der Arbeit, ja, im alltäglichen Leben. Traue der Hoffnung und gib keinen Raum für weitere Enttäuschungen. Hoffnung macht die Seele weit und gibt Auftrieb im unüberbietsamen Sinn. Der Engel der Hoffnung begleitet dich in deiner Verantwortung und deinen Sehnsüchten. Bleibe dir selbst treu, dann erfüllt sich auch deine Hoffnung. Realisiere sie selbst. Hoffnung ist wie ein Magnet, der dich deine Sehnsüchte und Wünsche erleben lässt. Du kannst sie selbst verwirklichen. Dieser Engel bietet dir seine Hilfe und Unterstützung und deine Wünsche erfüllen sich. Hoffnung ist vielseitig. Erlebe die Kraft des Engels der Hoffnung. Rufe ihn. Wie sagt man so schön? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich wünsche euch eine schöne, hoffnungsvolle Woche. Habt ihr noch Fragen? Dann lasst es mich wissen. In der Spalte Kommentar könnt ihr eure Fragen stellen. Bis demnächst. Eure Deria.